Hallo zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Folge eines neuen Projektes. Wir fangen an mit The Hive. Kann man jetzt hier gerade nicht sehen, den Titel. Ein Strategiespiel, was mir von den Machern von The Hive gegeben wurde. Da erstmal vorweg Dankeschön dafür, dass ihr mir das Spiel gegeben habt. Wir schauen uns das mal an, das ist von einem Indie-Entwickler. Man sieht ja auch schon hier, das ist grafisch nicht das Anspruchsvollste, aber das ist auch egal. Heißt ja nicht, dass ein Spiel dann schlecht ist. Soweit ich weiß, spielt man da ein Echtzeit-Strategiespiel, indem man dort eine Horde spielt. An Insekten, muss ich sagen, starten wir mal gleich ins Spiel mit rein. So, press any key to continue. We thought we wielded the power of the gods. We thought we were immortal. We were wrong. First came the rain of fire, and it was only the harbinger of a greater threat. Our technology was useless. For the first time in history, the Earth was united for a common goal, for survival. The construction of a massive colonist ship began. The only hope for our future. Sacrifices were unavoidable. Only the sharpest and strongest of people could be chosen for the journey. The task took no less than 3 years, yet the inevitable impact was already near. In 2178, the world ended. We could only watch as billions of lives vanished in the blink of an eye. The Earth was swallowed in flames. The search for a new home began. A search that would take a human lifetime. Most of the people were preserved in cryogenic sleep to wait for our new reign. But finally, our long journey came to an end. We arrived at the edge of a suitable solar system. Within it, we found the new Eden. The weather was harsh, and sandstorms raged on the planet's surface, allowing only the survival of the strongest of species. But deep underground, sleeping in the City of Ancients, there were fountains teeming with new life. And there, a new species awoken to explore the unknown world. So, ihr habt's gehört, Leute, wir sind anscheinend eine Spezies, die wir jetzt hier steuern, die die Welt erobern soll, auf der wir uns gerade befinden. Okay, press any key to continue. Arise, O Great One. The dawn of our empire is at hand. Na, bewegst du dich noch? Oder bleibst du irgendwann stehen? Okay, was soll ich jetzt machen? Build a Hive. Schau mal. Weapon, Helmet. Build, Default, Hive. Okay, legen wir los. Das Rote sind ja anscheinend Gegner. Gut zu wissen. Da richtet sich's. Touching. You have done well. We require food to thrive. Flesh of these creatures will satisfy our hunger. Okay. Was sind denn das für Viecher? Kann ich die auswählen vorher? Schildkröten. Okay, gut. Du brauchst Schildkröten zum Überleben. Dann schick mich mal los. Was können wir hier machen? Eigentlich. Hive Queen Support Unit. Okay. Komm, schick bei dir dann bitte. Ching. Du bist ja einiges erledigen hier. Peng. Tot ist er. Nimm mal das Fleisch hier. Ach, und die bringen es jetzt in die Basis, oder wie? Was machen die da? Doch, die bringen es in die Basis hier rein. Ach, cool. So eine Menge Leben hier. Okay, gut, dann können wir jetzt was bauen hier. Und weiteren Worker. Es müssen sowieso 3 spawnen. So ein klassisches Strategiespiel, wie eigentlich auch schon hier, wer ist nochmal? Age of Empires, so nach dem Muster eigentlich.
Not enough food. Danke für den Hinweis, dass ich nicht genug Food habe. So, ah, und hier kann ich dann die Population quasi einstellen. All kinds of creatures lurk in the darkness, waiting to consume us. This cannot be. Build us barracks and a suitable army. Okay, wir sollen Baracken bauen. Bauen wir hier drüben eine Baracke hin. Marker denn 10 Minerals. Wir haben keine Minerale mehr. Brauchen wir nicht irgendwo noch Minerale? Ach, hier kann man die abbauen wahrscheinlich, oder? Ja, schicken wir drauf los. Kann nicht schaden. Und so eine. Hat echt viel Leben hier. Ist echt viel Nahrung auch vor allem. So. Legionär oder Hunter? Spawn one squad of legionaries and hunters. Okay. We require more food. Ja, machen wir schon. Hier helft mal mit raus. Geht nicht? Okay. Muss ich seinen eigenen Schildkröte schnappen hier. So heilen tut's durch nicht, okay. Na, komm, kriegst du die? Peng. Der erste Schlag hat gesessen. Das Blut spritzt hier auch regelrecht. Zack. So, kommt jetzt auch eine nach hier hinten? Wenn es mir diesen Sinkviechern. Ja, macht's. Super. Okay, gut. Okay, jetzt können wir einen Legionär bauen, bitte. Super cool und geil. Die Trüffenlaum. Arlok Damned. Okay, ein untotes Tier. Ach, nicht schlecht. Was haben wir denn hier drüben alles? Ein Gemisch aus Untot und Tod. Und hier hinten haben wir ein riesiges Monster. Gibt also keinen Schatten. Kriegsnebel halt quasi. Okay. Muss ja auch nicht sein. Brauchen nicht jedes Spiel. Ja. Ah, das braucht jetzt ein bisschen hier. Können wir nochmal einen hier von bitte haben? So. Okay, gut. Ja, was soll ich jetzt machen? Ich hab gar keinen Schimmer. Die überhaupt reichen hier. Und wer wofür eingesetzt wird? Du bist ein Legion, ich glaube, du bist der Nahkämpfer. Du ein Fernkämpfer bist, oder? Sieht eigentlich immer gut am Leben. Ja, das ist ein anderes, ein Fernkämpfer. So. Ja, sei ich doch. Scheiß halt meine Legionäre auch nicht lange aus hier. Das ist einfach zu schwach. Ich bräuchte mehr von meinen Soldaten. Okay, einen killen wir noch hier. Ey, der hat noch überlebt. Wie auch stehen wir hier zurück? Wie viel Nahrung haben wir? Okay. Ich möchte aber mehr Hunter haben als alles andere. Oh. Weg hier mit dir. Sag rüber hier bitte. Wo ist mein Hunter? Ich habe meinen Hunter verloren, da sind sie.
Your forces are under attack. Ich weiß, dass sie attackiert werden. Schau mal, Legionär, bitte. Super, jetzt geht's schon besser hier voran. Ja, läuft doch. Das ist doch schon mal besser. Schickt euch mal vorwärts, dann warten wir noch, bis die nächsten Legionäre kommen und danach können wir weitermachen. Light Million, da steht es ja sogar. Hm, gut. Okay. Ihr seid hier schon stationiert. Was ist das hier drüben? Geist? Azrael Cursed. Okay. Dann wollen wir den mal platt machen. Okay, meine Soldaten sind über... Ach, wie viel hat der hier? Der hat 250, der ist aber noch stärker. Gut. Die Legionäre kommen jetzt auch. Stellen wir euch mal zusammen ein hier. Erstmal auf den. Das ist erstmal das erste Ziel. Zack. Peng. Da gibt's Meat. Und hier angreifen, bitte. Ja, das war ich, das Vieh. Was ist das da? Ja, jetzt wird's leben. Geht super. Yeah! Er ist tot. Juhu! Ach, da hinten gibt's Waffen. Ah, verstehe. Verstehe, da hinten sind Waffen. Deswegen sollen wir hier hingehen. Okay. So, allen auf mal den hier drauf, bitte. So. Angriff. Mach das Viech platt. Los! Und weg ist es. Mehr gibt's hier nicht, super. Hier ist noch eine Schatztruhe. Und? Na? Kann ich nur einen Worker aufmachen, oder wie? Pick up the key and open... What's the next area? Ja gut, ich habe ja den Schlüssel jetzt schon. Ist da irgendwo ein Worker gerade frei, du? Kannst du das Ding hier drüben öffnen? Mineralien hast du abgebaut. Schieb ich mal zu den nächsten. Ah, du kannst auch mal. Cool. Ich habe keine Ahnung, wo die nächsten Mineralien sind, aber wir können ja mal hier. Can be used to store resources used to upgrade units and buildings. Komm, machen wir hier mal hin, bitte. Peng. Schlüssel ist drin. Okay. Okay. Wir sollen vorsichtig sein. Achten wir drauf. So, warum ist mein Handy jetzt hier gerade abgeschmiert? Habe ich Sie darum gebeten, Handy? Dankeschön. So. Mineralien haben wir. Das passt doch auch ganz gut. Du kannst jetzt nochmal hier drüben versuchen, das Ding aufzubekommen. Vielleicht ist da auch noch was drin. Und du holst dir die nächste Schildkröte. So. Wasp enables production of the Wasp. Cost 400 DNA. DNA haben wir noch gar nicht. Super, ist tot. Perfekt. Okay. Alle mal hier drüben bitte haben. Danach.
Sobald die haben, können wir auch losgehen dann eigentlich. Ah, ist ja eine richtige Armee hier. Die Platz zu machen wird lustig. Attack 20, Defense 1. Sind viele hier. Wir wollen das Ding hier drüber anscheinend haben, diesen Fisch dort. Wir gibt uns wahrscheinlich sogar den A, wenn ich mich richtig dann hier nicht täuschen lasse quasi. Gut. Okay. Gibt es hier noch irgendwo Ressourcen? Irgendwo, vielleicht. Armor. Hier noch irgendwo was? Nee. Dann kommen wir zurück, du holst jetzt auch nochmal hier den da bitte. Bringt uns ein bisschen mehr Nahrung. Kann man gut gebrauchen. Ach, hier drüben haben wir Mineralien, super, passt ja. Passt, ja, hier, da, dich brauche ich mal bitte. Geh mal du hier hin. Und Leute, ich würde sagen, das war's dann auch für heute. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Schreibt eure Meinung einfach in die Kommentare rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Total War. Noch nicht Total War, von The Hive, dem Let's Play. Da geben wir dem Spiel erstmal 10 Folgen, würde ich sagen. Dann schauen wir, wenn es euch gefällt, können wir noch mehr machen. Wenn nicht, dann war es halt nur 10. Wir sehen uns auf jeden Fall dann morgen wieder zur selben Zeit, immer 15 Uhr, wo dieses Let's Play-Projekt reinrutscht hier. Und in dem Sinne würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal.